Hey, willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Das letzte Mal haben wir so eine Sidequest, eine Quest erledigt. Und ich dachte mir, beim Schneiden der Folge, das ist ja jetzt nicht so ganz spannend. Und deswegen mache ich jetzt hauptsächlich die Story. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Okay, wo ist die Mine? Und ich mache jetzt hauptsächlich Story-Parts in den Videos. Guck mal, da liegt was. Da liegt ein Besen. Gut, naja, egal. Dann geht's mal hier ab in die Mine. Und zack. Natürlich geht's hier direkt in die Mine. Jetzt hoffen wir, dass hier keiner ist, der mich abschlachten will. Upsala. Ich muss vorsichtig sein. Warum denn? Was ist denn hier so Spezielles? Ich dachte, das sei eine stillgelegte alte Mine. Was holt denn die da raus? Habe ich irgendwie was Neues? Keine Ahnung. Warum? Was hast du gemacht? Warum holst du deine Waffen raus und packst sie dann wieder so komisch weg? Naja, vielleicht einfach nur geschaut, habe ich noch genug Munition? Oh Gott. Ich dachte schon, das bricht ab. Aber gut, das ist, hat gehalten. Was ist denn das für eine Mine? Wer will denn hier arbeiten? Uiuiui. Ja, da laufen sogar noch andere rum. Ich bin drin. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Guck mal, ein Lagerfeuer. Erstmal Feuer machen. Nice. Dann noch schnell den Fähigkeitspunkt in was auch immer. Und da noch Geld mitnehmen. Oh ja, du brauchst das bestimmt nicht mehr, oder? Da geht's runter und da geht's gleich hoch. Ui. Geht ja alles kaputt. Ich will dich eigentlich nicht umbringen, aber gut. Ach, der hat einen Helm auf. Hey. Ey, nein, nein. Alter, ich zieh viel zu lang. So. Ich will dir einen schönen Kopfschuss geben, damit du ganz schnell dein Leiden... von deinem Leiden erlöst bist, aber gut, ich könnte den noch präparieren. Hier geht's leider nicht runter, hier kann ich nicht schwimmen. Auf der richtigen Spur. Ja, das ist die richtige Spur, okay. Ich glaube, das ist die alte Mine. Aber ich möchte erstmal hier oben schauen, hier ist nichts, okay. Gut, dann ab geht's. Vorsicht. Kann ich nicht? Okay. Die halten nicht nur einen Pfeilschuss aus, sondern eine ganze Pistolenkugel, also diese Helme. Das ist schon heftig. Ach, hier ist schon wieder so ein Opferdings. Oder war ich hier schon mal? Könnte auch sein, dass ich hier schon mal war. Aber warum opfern die so viel? Was ist denn ihr Ziel? Ich dachte, ich bin in einer alten, verlassenen Mine. Alle. Oh Gott, da kommen einige. Bleib weg, bleib weg. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Wow. Die können ja richtig heftig schießen, die. Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Ja, erstmal alle platt gemacht. Da hätte ich bestimmt auch durchschleichen können. Aber das ist mir... Wenn es geht, dann wenn es anders geht, dann gerne. Ab und zu schleiche ich auch mal gern, aber aus dem Schleichen dann ins Angreifen überzugehen, ist immer schwieriger, als wenn man einfach direkt Rambo-mäßig durchgeht. Alter, was ist das für eine... Was ist das für eine Mine? Verdammt nochmal. Sehr heftig groß. Da ist irgendwas. Achso, wieder was zum Hochheben. Muss irgendein Tor aufmachen. Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein.
Was für ein Tormechanismus? Welches Tor? Das da oben oder was? Okay. So, hallo Tor. Da kann ich da rüberlaufen oder was? Hoi! Das hat doch bestimmt was mit Wasser zu tun oder so. Hä? Die hat doch irgendwas gesagt mit kann auf der Mauer sein oder so. Wie komme ich da auf die Mauer? Hä? Ich bin gerade mega verwirrt. Was muss ich denn machen? 3000 Jahre später. Normalerweise wird mir doch der Weg so mega straight vorgegeben. Und jetzt werde ich da einfach in Ruhe gelassen. Ah, guck einer an. Da kann ich doch hochspringen. Oha. Ist da unten Himiko? Aus dem ersten Teil? Ich glaube doch nicht. Danke für das Öffnen des Tores. Ich könnte doch einfach von oben rüberspringen, oder nicht? Ach, ich sollte für die das Tor öffnen. Ah. Weil die scheinbar nicht so athletisch sind wie ich. Und trotzdem sind die hier reingekommen. Und hier ist der Steckplatz für den Schlüssel. Ach, ich soll die Schatulle holen und die holen den kleinen Fratz. Oh oh. Jetzt geht's ab. Stirbt die jetzt, oder was? Bitte nicht. Ach, die wurde gefangen genommen. Okay. Warum hat Lara nicht einfach da so ein bisschen piu 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 und dann werden die alle weg und dann, ja. Jonah. Wie geht's, Ashley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Ah. Das Auge der Schlange. Das ist es. Da vorne, oder was? Muss ich jetzt auch erstmal hinkommen. Das wird wieder mal eine längere Folge, aber eigentlich freue ich mich darüber. Nein, 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 nein. Ups. Das war ein bisschen tief. So tief wollte ich eigentlich nicht fallen. Jonah. Och nein. Gut. Sie haben ihn befreit, aber... Hey. Ich bin normalerweise von Tomb Raider so richtig coole Sequenzen gewöhnt und so mega das... Hä? Hä, warum? Warum rutsche ich da dauernd runter? Wie gesagt, ich bin eigentlich von Tomb Raider so richtig krasse, epische Sequenzen gewöhnt. Und dann kommt sowas, wo kaum geredet wird und so sehr trocken bleibt. Und dieser Speicherpunkt ist jetzt nicht der optimalste, weil die ganze Zeit dann immer wieder das Gleiche reden. Das Auge der Schlange, das ist es. Ja. Schön. Ich würde aber gerne darüber springen. Ich glaube, ich muss darüber. Aber wie soll ich darüber kommen? Okay. Warum habe ich das die ganze Zeit nicht hinbekommen? Abseilen. Und dann kann ich hier doch rüberrennen.
Das Ganze sah von vorne viel kleiner aus. Viel, viel kleiner. Ja. Wow. Der Baum, der uiuiui. Ist das das Auge der Schlange oder was? Muss ich jetzt da runterspringen? Ins Wasser? Ja. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Ich dachte schon, ich muss da runterspringen, aber jetzt muss ich mich abseilen lassen. Das ist doch auch schön. Da ist irgendwas Rotes. Hallo? Achso, das ist nur Zeug, was ich schon hab. Und da... Nein. Da ist große Strömung. Och nein, schon wieder sowas unter Wasser. Ich hoffe, das bleibt nicht allzu lang unter Wasser. Ja, es sieht so aus, als wäre ich hier direkt wieder draußen. So Luft anhalten mag ich nicht. Oh, da ist ein kleiner Regenbogen. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Oha. Komme ich da einfach so runter? Hui. Oder dauert das noch Stunden? Gut, aber ich würde sagen... Okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Ja, er wartet jetzt. Der foltert die jetzt. Darf ich mitmachen? Der foltert die jetzt? Ist sie okay. Mhm. Darf ich jetzt? Danke. Der foltert die jetzt so lange, bis sie ihm verrät, dass du nach der Schatulle suchst. Dann wartet er, bis du kommst, sagst dann Bescheid, ey, ich bin wieder da. Dann gehst du dorthin und dann nimmt er dich gefangen und die Schatulle und dann hat er die Weltherrschaft. Gut, aber dann würde ich sagen, haut rein, hab noch einen schönen Abend. Ich glaube, das mit der Schlange, das dauert jetzt nämlich ein bisschen länger. Wobei, ich könnte es auch ausprobieren. Nein, ich lasse es jetzt. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Cheerio.